Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen FPÖ-TV-Magazin. Heute mit Beiträgen zu diesen Themen. Islamismus im Kindergarten. Eine Studie belegt höchst problematische Tendenzen. Volksbegehren wird schubladisiert. Auch die Befürworter eines EU-Austritts erhalten im Parlament kaum Aufmerksamkeit. Patriotismus im Vormarsch. Der Front National wurde in Frankreich bei den Regionalwahlen zur stärksten Kraft. Vor den Gefahren des Islamismus hat die FPÖ immer wieder gewarnt und sie wurde dafür meist belächelt. Mittlerweile müssen SPÖ und ÖVP eingestehen, dass die Warnungen zu Recht erfolgten, weil es zahlreiche islamische Kindergärten gibt, die salafistische Tendenzen aufweisen und als problematisch eingestuft werden, sind beide Parteien jetzt gezwungen, die Notbremse zu ziehen. Betroffene Kindergärten in Wien sollen geschlossen werden. Allerdings wird in Wien die religiöse Ausrichtung eines Kindergartens nicht einmal erhoben. Für die FPÖ ist das nicht nachvollziehbar. Und ich sage alleine, wenn man in Wien sieht, was hier an Realität sich entwickelt hat unter einer rot-grünen Stadtregierung, wo es bereits 21 salafistische Privatschulen und Kindergärten gibt, wo Radikalisierung bei den Kleinsten der Kleinen beginnt und systematisch möglich gemacht wird. Wir reden nicht von muslimischen Privatschulen und Kindergärten, von 21 salafistischen. Von muslimischen, da müssen wir von weit über 120 in Wien reden. Die Aufnahmen stammen vom März dieses Jahres, als FPÖ-Obmann HC Strache seinen patriotischen Verbündeten Gerd Wilders in die Hofburg lud. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass Strache vor islamistischen Wiener Kindergärten warnte. Doch mittlerweile können selbst die Medien nicht mehr verschweigen, dass offenbar ein Viertel von ihnen laut einem Islamexperten als problematisch eingestuft werden muss. Im Integrationsministerium ist seither Feuer am Dach. Minister Sebastian Kurz ließ nun ausrichten, dass er betroffene Kindergärten schließen will. Wenn jetzt der Herr Kurz beginnt, uns zu kopieren, dann freut mich das zwar einerseits, aber andererseits müssen wir auch festhalten, dass auch er als Integrationsminister in den vergangenen Jahren völlig untätig war und es allerhöchste Eisenbahn ist und diesen Worten auch endlich Taten folgen müssen. Ob zu den betroffenen Kindergärten auch jener zählt, der sich seinen Sitz mit der muslimischen Jugend und der Anas Chakwi Privatstiftung teilt, ist ungewiss. Die Zahl der islamischen Kindergärten wird auf 150 geschätzt. Die der Kindergruppen auf 450. Doch welche es sind, kann derzeit nicht gesagt werden, da Wien nicht einmal die religiöse Ausrichtung der einzelnen Kindergärten feststellt. Das muss aus FPÖ-Sicht abgestellt werden. Für uns Freiheitliche ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Religionsbekenntnisse erhoben werden sollten. Das ist in Niederösterreich der Fall, das war in Wien bis 2003 der Fall, wurde dann von der SPÖ abgeschafft. Wir sagen, es ist an der Zeit, diese Maßnahme auch wieder in Wien durchzuführen. Die SPÖ, zuständig ist Stadträtin Sonja Wessely, dürfte die Gefahren komplett verschlafen haben. Übrigens, ihre Kollegin Sandra Frauenberger, sie ist zuständig für den Bereich Bildung, ließ ausrichten, dass ein Burka-Verbot in den Schulen nicht so einfach sei. Vielleicht ist die SPÖ nicht gewillt, die Gefahren des Islamismus ernst zu nehmen, offenbar mit Hinblick auf Wählerstimmen. So gut wie alle Versprechungen vor dem EU-Beitritt Österreichs vor fast 21 Jahren wurden gebrochen. Anstatt eines Aufschwungs ist es zu einer enormen Abwärtsentwicklung in vielen Lebensbereichen gekommen. Für mehr als 261.000 Österreicher war dies Grund genug, kurz vor dem Sommer das EU-Austrittsvolksbegehren zu unterschreiben. Letzte Woche hat sich der Verfassungsausschuss des Nationalrats mit dem Ergebnis befasst. Gestartet wurde mit einem Expertenhearing, in dem der Völkerrechtler Sigmar Stadelmeier betonte, dass ein Austritt Österreichs aus der Europäischen Union durchaus möglich wäre. Es ist tatsächlich so, dass Sie einen Austritt aus der Europäischen Union als Mitgliedstaat geltend machen können, ohne dafür einen Grund, weder einen guten noch einen schlechten, vorbringen zu müssen. Es bedarf einer empfangsbedürftigen, aber bloß einseitigen Willenserklärung des betreffenden Mitgliedstaats, der das Prozedere des Austritts in Gang setzt. Das Expertenhearing fand bei der Bevollmächtigten des Volksbegehrens Inge Rauscher nur wenig Anklang. Sie beklagte, die Proponenten der Initiative hätten nicht ausreichend Möglichkeit, ihre Anliegen zu vertreten. Der Vertreterin des Volksbegehrens wurden insgesamt nur 3 Minuten Redezeit zugestanden. Um ihren Unmut darüber kundzutun, verließ sie anschließend gemeinsam mit ihrem Stellvertreter den Sitzungssaal. Aus den angeführten Gründen erklären wir hiermit die heutige Sitzung des Verfassungsausschusses für eine demokratiepolitische Farce. Sie stellt vielmehr eine Art Selbstbeweihräucherungsveranstaltung der Parlamentarier dar,
der wir eine klare Absage erteilen und damit diese Sitzung mit sofortiger Wirkung aus Protest verlassen. Während die Bundesregierung die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ignoriert, ist die FPÖ die einzige Partei, die sich nicht der bedingungslosen Anbetung der EU verschrieben hat. Es ist zuerst einmal der immer weitergehende Zentralismus. Das heißt also die Entwicklung hin zu einem Bundesstaat, zu einer echten Staatenlösung und damit zur Aufhebung, noch weitgehenderen Aufhebung der Souveränität der einzelnen Staaten. Es ist die zunehmende Anmaßung von Kompetenzen durch die EU-Institutionen, auch durch den Europäischen Gerichtshof. Es ist auf der anderen Seite die völlig verfehlten Entscheidungen, die getroffen werden. Ich denke jetzt einmal an die Russland-Sanktionen, die uns größten Schaden zugefügt haben, oder auch die Frage, wie mit der Massenzuwanderung umgegangen wird. Anzunehmen ist, dass auch dieses Volksbegehren wie so oft schubladisiert wird. Wenn eben über 4% der Bevölkerung sich deklarieren und ein Volksbegehren unterschreiben und das Ergebnis ist, dass wir zwar schönerweise heute darüber diskutieren, aber dann, damit das Volksbegehren nach einer weiteren kurzen Verhandlung in der Plenarsitzung zu Grabe getragen ist, ohne jede Konsequenz, dann zeigt das, wie wenig man in Österreich leider von direkter Demokratie hält. Anfang Februar weiß man mehr, denn bis dahin muss der Ausschuss dem Nationalrat über das Ergebnis berichten. Der Aufstieg des patriotischen Front National in Frankreich geht weiter. Nachdem die Partei von Marine Le Pen schon bei der EU-Wahl 2014 stärkste Kraft wurde, kam sie bei der ersten Runde der in ganz Frankreich stattfindenden Regionalwahlen auf noch mehr Stimmen, nämlich auf rund 28%. In der entscheidenden zweiten Runde kommenden Sonntag könnte der Front National die Mehrheit in einigen der 13 französischen Regionen gewinnen. Der enorme Zuspruch zum Front National hat sich angekündigt. Neben den jüngsten Terroranschlägen ist die katastrophale Lage der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt dafür verantwortlich, dass immer mehr Franzosen ihre Hoffnungen in Marine Le Pen setzen. Frankreichs Medien befinden sich dennoch, wie etwa der Figaro, im Schockzustand. Anstatt die von der aktuellen sozialistischen Regierung unter Hollande und den bürgerlichen Vorgängern unter Sarkozy verursachten Probleme aufzuzeigen, warnen sie lieber vor einem patriotischen Kurswechsel. Eine Parallele zu Österreich, wo die FPÖ in bundesweiten Umfragen klar an der Spitze liegt. Höchst erfreut gratulierten daher FPÖ-Obmann HC Strache und EU-Delegationsleiter Harald Wilimski der französischen Partnerpartei. In allen Ländern befinden sich die freiheitlichen und patriotischen Kräfte im Aufschwung, da sie als einzige Politik für die Menschen machten, während das politische Establishment permanent gegen die Interessen der Bevölkerung handle und daher völlig zu Recht rasant an Vertrauen einbüße, heißt es aus der FPÖ. In Frankreich wäre die nächste Stufe dieses patriotischen Aufschwungs eine erfolgreiche Kandidatur von Marine Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2017. Das war für diese Woche das FPÖ-TV-Magazin. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.